was tun da, Ronny? Ich suche die Gegenstände, die gleich auf meinen Tisch kommen. Ich habe noch keine gefunden. Moin, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Retro-Runde. Ich habe mich passend angezogen. Du bist absolut retro, ich auch. Kai ist da, der hat was besorgt, der hat was vorbereitet, der hat da Anzahl X Massis auch am Start. Ich weiß von nichts. Genau. Jetzt bist du dran. Das alte Semester hat sich hier eingereiht. Die alte Garde gibt sich die Klinke in die Hand. Willkommen bei der Retro-Runde. Wir haben ja schon mal ein Video in diesem Format gemacht. Und zwar, wir machen es ein bisschen wie Mystery Gadgets, in der Hoffnung, dass ihr das Format kennt. Ansonsten erkläre ich es kurz. Ich habe 5 Produkte mitgebracht, die etwas älter sind, die wir uns angucken müssen, teilweise mit UVP-Verpackungen. Ich habe ein paar Informationen für die Produkte und ich habe es wieder so versucht zu sortieren. Wir fangen mit den ältesten Produkten an und arbeiten uns dann nach vorne vor. Und dein T-Shirt gefällt mir unheimlich gut. Und wir fangen an mit dem Jahr 1994. Und um dich in die Stimmung zu bringen, lege ich dir jetzt erstmal ein bisschen was hin, aber darum geht es noch nicht. Gut, also ich war zu dem Zeitpunkt 13, das kann ich schon mal veräußern. Ich nicht. Du warst 2 Jahre jünger, du warst 11. Ich war 11. Und Kai war noch unter 10. 94, da schön. War... Ja, ach das hier, das ist doch, da ist doch beste, da haben wir es doch direkt. Ich weiß. Also, Schande über mein Haupt, Jacket Alliance, was ganz vorne steht, 1995, zumindest in der deutschen Ausführung, aber trotzdem muss sein. Das habe ich auf dem Super Nintendo gespielt hier. Ja, Bullfrog Syndicate, 94er Release. King's Quest habe ich tatsächlich nie so genau, richtig gespielt. Genau, das ist eine Collection mit mehreren Teilen, 1 bis 6 und kam, wenn ich mich nicht irre, auch 94 raus. Ich glaube, ich habe unten drauf geguckt. Was, Warcraft? Auch so auf die Schnelle finden. Doch, 94, ja, Sierra Online. Mhm. Warcraft, Orcs and Human, ja, Strategiespiel. Sehr geil. Damit fing alles an. Richtig. Welches Jahr war es da? Kannst du es unten ablesen? Auch 94? Auch 94. Command Conquer, Teil 1, der Tiberium-Konflikt. Jetzt kann sein, dass ich mich auch vertan habe. Geil. Hier steht 95 drauf. Ja, genau. Das müsste dann auch hinkommen. Kann auch sein, dass es in den USA 94 rauskam. Aber... Oh, shit. Bist du eigentlich bei Nick eingestiegen? Du bin erst beim zweiten Teil eingestiegen. Alarmstufe Rot. Ja. Das schwarze Auge, ich muss es einmal umdrehen. Oh, hier steht schon der zweite Teil 94, übrigens. Ja. Genau, ist der zweite Teil. DSA, geil. Attic, habe ich damals den ersten Schicksalsklinge, dann Sternschweif und dritte Teil Schatten über Riva. Sehr geil. Ich glaube, hier funktioniert aber schon die eine oder andere Diskette nicht mehr. Ja, das waren magnetische Datenträger und die können irgendwann halt leider kaputt gehen. Das ist so das Ding der Dinge. Aber CDs können auch kaputt gehen, da können sich die Schutzschichten drauf oder so auch lösen und dann gehen die CDs einfach nicht mehr. Mhm. Habe ich auch schon gehabt. Ja, zu Ultimate Doom Collection braucht man, glaube ich, auch nichts sagen. Die kamen dann natürlich schon auf CD raus. Ja. Im Jahre 93 steht hier drauf. Und da sind dann auch schon ein bisschen, ich glaube, halt einfach für CD angepasst, schon mit digitalem Sound, glaube ich, und so weiter. Irgendwas war da anders. Ja, CD-ROM. Mann, das waren noch Zeiten, als das neu war. Ja, ja. Arena, The Elder Scrolls. Oh ja. Ja, auch Einzelspiele, die von ich wahrscheinlich Bethesda nicht gespielt habe. Genau, und kam im Jahre raus 93. Da steht's auch, 93, genau. Damit ging auch alles an. Habe ich auch gespielt, also jetzt natürlich nicht damals zum Release, aber... Vor einer Weile dann mal ein bisschen nachgeholt und ich glaube auch hier funktionieren einige der Disketten nicht mehr. Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass vieles bei uns aus dem Retro-Raum aus der Sammlung nicht mehr funktionieren wird oder nicht alles. Und vor allem, was da alles immer noch so beilag in den Kartons. Ja, das ist ja hier noch überschaubar, aber nichts. Ich wollte gerade sagen, aber eine Anleitung, wirklich mit Anleitung und Beschreibung und alles drum und dran. Also das waren wirklich auch noch Anleitungen. Das verdient uns, Anleitung, ja. Und die Elder Scrolls und Musikeinstellungen für die Karten. Ach ja, das waren noch Zeiten. Genau, so, das war der Anfang, sagst du? Ja, jetzt so ein bisschen in Stimmung, um dich in Stimmung zu bringen. Und jetzt kommen wir zum ersten Produkt. Ich hab's geahnt. Warum wusste ich jetzt, dass PC kommt? Weil sonst hättest du die Spiele irgendwie das zum Einleiten nicht rausgeholt. Richtig, das, mein lieber Ronny, ist nicht irgendein PC, das ist ein... All-in-One-PC. Ich weiß, hatte ich früher genauso mit einem 486 DX2 mit 66 MHz hatte ich damals. Oh. Festplattengröße war 512 MB und ich hatte, glaube ich, 2 MB Arbeitsspeicher oder waren es, ne, Gigabyte hatten wir da noch nicht, oder? Nee, dann waren es 2 MB. Ja, soll ich dir mal sagen? 4 oder 8 und der war kaputt. Wir befinden uns im Jahr 1994. Es ist ein Compact Presario CDS 520 oder CDS 520, was auch immer. Ja.
Der hat ursprünglich einen Prozessor drin, ein 486er SX2. Okay. Und der Vorbesitzer hat ihn aufgerüstet auf einen DX2 mit 66 Megahertz. Wahnsinn! Richtig, standardmäßig mit 8 Megabyte Arbeitsspeicher. Wurde aufgerüstet auf 16. Hat auch schon eine Soundkarte verbaut, eine Soundblaster. Ja. Am Diskettenlaufwerk, unschwer zu erkennen, haben ein CD-ROM-Laufwerk. Wie vielfach? Zweifach, vierfach, keine Ahnung. Original war es mal zweifach damals und ich habe es aufgerüstet, glaube ich, auf 8 oder 16-fach. Da das Spielchen ging ja dann irgendwann weiter. Ich glaube, die letzten Iterationen hatten ja dann 52, 54-fach oder so. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr da waren auch teilweise abartig laut. Ausgeliefert mit MS-DOS und Windows 3.1. Windows 3.1 habe ich zum Beispiel, glaube ich, damals nicht benutzt. Ich hatte schon 95. Ich muss noch mal ganz kurz einen Wink zurückgehen oder einen Weg zurückgehen mit dem Arbeitsspeicher. Sagt ja gerade 4 oder 8 MB. Damals, als ich den besessen habe, ich war 13, habe ich gesagt, ist mir ein Arbeitsspeicher kaputt gegangen. Ist eigentlich nicht so das Problem. Man hatte dann eigentlich mal so um die 80 Mark für so 4 MB bezahlt. Nur mal so, ne? Waren die Preise früher, heute kriegst du halt 80 Gigabyte dafür, fast, naja, nicht ganz, aber mehrere Gigabyte zumindest. Blöderweise ist in dem Herstellerland, ich weiß nicht mehr wo, eine Halle abgefackelt, wo diese Arbeitsspeicherriegel überwiegend für die ganze Welt hergestellt wurden. Das ist das, was sie dem kleinen Ronny damals zumindest erzählt haben, weil sie ihr eigenes Schindluder, weil sie ihre Bestellung nicht rechtzeitig aufgegeben haben, wahrscheinlich ein bisschen kaschieren wollten. Nein, bei dem 13-jährigen Ronny kann man ja auch ein A für ein U vormachen, so nach dem Motto. Ne? Nein, aber da ist auf jeden Fall irgendwo eine Halle abgebrannt und tatsächlich sind die ganzen Speicherpreise ums Doppelte hochgegangen und ich habe, glaube ich, 180 Mark für 4 MB bezahlt oder so. Es war auf jeden Fall super viel. Die findigen Zuschauer werden jetzt recherchieren, welche Halle 94 abgebrannt ist oder was. Irgendwo im asiatischen Raum. Keine Ahnung, wo die herkamen. Also kann ich jetzt nicht beurteilen. So, du brauchst, oder beziehungsweise wir gucken uns erstmal das Schmuckstück an, würde ich sagen. Kannst ja mal ein bisschen drehen. Also wir haben natürlich vorne schön, also im Endeffekt ist es unten ein Desktop, so was man wirklich als Desktop bezeichnet. Das ist die Basis quasi. Und da drauf ist dann halt der Monitor integriert. Richtig. Wir haben an der Seite, wenn du ihn mal ein wenig drehst. Ein Loch, weil es kaputt ist, aber die Seite meinst du bestimmt nicht, ne? Doch, ja, da ist nichts. Doch, ich meine die Seite mit dem Loch. Ja, es ist halt schwierig. Der hat ja auch schon ein bisschen genau, hier sind irgendwelche Rollen dran. Richtig, weil vorne sind nämlich die Icons, was man damit, ich würde nicht so wild dran rumdrehen, sonst sehen wir gleich nichts mehr. Damit stellst du nämlich den Monitor ein. Hättest du mir vorher sagen sollen. Kontrast und, müssen wir gucken. Ja, kriegen wir hin. Genau, und jetzt nochmal einmal die Rückseite. Wir hatten nämlich auch schon von vornherein ein integriertes Modem. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, weil hier nämlich so ein LAN-Port abgebildet ist. Das sieht man, wenn man drauf guckt, ist beschriftet. Genau. Hatte ich damals nicht. PS2 seriell, parallel und ich glaube Gameport für Joystick ist dran, halt Soundkarte drin. Und Soundkartenmikrofon und sowas. Genau. Ja, konnte noch ein bisschen erweitert werden, hat ja auch der Vorbesitzer auch fleißig gemacht. Zwei Schrauben auf und dann kann man das halt rausziehen und dann... feuerfrei. Genau, der Monitor bleibt quasi immer fest oben drauf. Man zieht dann quasi die Basis so ein bisschen irgendwie raus und dann kannst du da versuchen, das Laufwerk zu wechseln. Ja, ob es jetzt komplett als Schlitten rauskommt, ich habe ihn selber jetzt noch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber naja, gut, das ist ja bei jedem PC-Gehäuse anders. Aber das ist definitiv, die waren damals noch ein bisschen wertiger, schwerer und durchdachter konstruiert als vielleicht manche heute. Ich bin ja erstaunt, dass es damals überhaupt schon All-Mann fürs PC gab. Sozusagen, ja. Das, was man so... Der ist auch schon runtergefallen. Man sieht hier das Abgeplatzte. Man sieht auch hier ist oben durch drin den Transport. Weil oder den habe ich mir per Post liefern lassen, weil es ist echt schwer, an solche Geräte noch ranzukommen, wenn man sie nicht schon hat. Ja. Und nicht auf irgendwelchen Flohmärkten findet. Naja, das halt wird auch da schon schwierig. So. Ronny, was hast du da? Zeig mal von oben. Ich habe hier eine Maus. Ich muss die jetzt wirklich mal aufmachen. Es ist kein Gummiball, sondern das waren tatsächlich Gummimäuse, die hier über die Rollen dann... Gummimäuse? Nee, Quatsch, das waren tatsächlich gummierte Rollen mit einem Metallkern drin. Und hier sieht man quasi die Räder, über die jetzt quasi das mit der Bodenbewegung dann durchbewegt würde für die jeweiligen Achsen zum Bewegen. Man musste die tatsächlich mal rausnehmen und dann auch an den Rollrädern immer sauber machen, weil sich halt quasi Dreck vom Mauspad oder von sonst wo gesammelt hat. Die Kugeln konnte man auch schön in Fitwasser waschen. Ja. Und dann sauber machen, ja, und du hast da auch noch eine schöne Tastatur hier. Genau, sehen. Optischen Sensor gab es damals hier noch nicht. Also das ist noch weit, weit entfernt davon. Ja, wir haben auch hier eine normale Tastatur, wie man sie eigentlich kennt. Ein bisschen vergilbt, aber von F1 bis F12, Drucken, Rollen, Pausetaste, Numblock und Ziffernblock und so ist alles mit dran. Escape-Taste, Leertaste, bloß die Windows-Tasten, die fehlen. Das war damals noch nicht gang und gäbe, weil mit Windows 3.1, da waren wir halt einfach noch nicht da. Aber die ist nicht vergilbt, die Farben waren damals so. Das war Trendfarbe. Rauchig gelb, ja, ist heute noch Trendfarbe. Man sieht ja teilweise auch Farbunterschiede jetzt auch. Manche sind eher vergilbt als andere, wie zum Beispiel Monitor oben hat noch einen etwas weißeren Touch als jetzt der untere PC selbst. Der man von
und weiß reden kann. Aber ich würde sagen, wir schmeißen... Warte mal, ich muss erstmal gucken. Ja, wir schmeißen es an. Und jetzt Lautsprecher, die haben wir gehört. So, wenn es jetzt gleich nichts zu sehen ist, dann bin ich dran schuld, weil ich da an der Seite alles verstellt habe. Ja, wir lauschen den Klängen. Ich bin ja auf den Modem-Sound gespannt. Nee, wir können uns bestimmt nicht mehr analog verbinden. Schade aber auch. Da, ja, da ist was. Ja, ja, ja. Da werden direkt Erinnerungen wach. System option not set. Was ist denn hier los? So, F1. Save changes. Soll ich mir in der Zeit irgendwie nochmal einen Kaffee holen, bevor wir jetzt dann fertig sind mit Booten, oder? Alles gut. Das hat früher halt tatsächlich immer noch ein bisschen länger gedauert. Starten von MS-DOS. Juhu! So, nicht wundern, ich habe jetzt ein bisschen den Shutter-Speed von der Seitenkamera verändert. Also Ronny wirkt jetzt ein bisschen ruckelig, dafür haben wir jetzt das Flimmern etwas reduzieren können. Jo, jetzt sind wir unter MS-DOS, also so lange hat es gedauert. Jetzt können wir uns hier natürlich umherbewegen, aber nee. Wir starten jetzt mal Windows 3.1 und ja. Dafür musst du nur Win eingeben und Enter drücken und dann gucken wir mal, wie lang das dauert. Okay. Es ist jetzt 15.02 Uhr bei mir auf der Uhr. Jo, ist fertig. Was? Gab mal 3 Sekunden. Genau, das geht nämlich dann fix. So, ich lasse dich erstmal machen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also man hat jetzt quasi einen Dateimanager, Systemsteuerung, Windows Setup. Hast du schon mal Windows 3.1 genutzt? Ja, natürlich. Wie lange ist das her? Ich war in der Lehre, das war so 2000... Na, mach mal. 98 war das. 2098 war das. Nee, 98 war es tatsächlich. Da hatten wir noch einen PC-Kurs gehabt und dann konnten wir hier dann halt irgendwie, sollten wir da schreiben oder was? Ich habe keine Ahnung, wie das war. So, Hauptgruppe, ja, super spannend. Zubehör, was haben wir denn da? Editor, Terminal, Paint. Brushen, da siehst du, können wir ein bisschen malen. Ich finde es immer noch genauso. Das hat sich nicht geändert, nein. Wollen wir speichern? Nein, wollen wir nicht. Also das ist von der Bedienung halt identisch. Also das sind Fenster, die kannst du auch umher schieben. Also ganz bei den Basics brauchen wir es, glaube ich, nicht anfangen, oder? Oben rechts mit dem Pfeil nach unten kannst du das Programm in den Hintergrund fahren. Ja. Und mit dem rechten Pfeil kannst du es voll machen. Und wenn du jetzt auf den Doppelpfeil hast, hast du Vollbild. Ja. Und dann? Beziehungsweise machst du der Kleinen, dann hast du Vollbild. Genau, so. Ja, kannst du ja erstmal so noch ein bisschen umgucken. Du hast oben übrigens in Dateioptionen Fenster hast du auch noch viel versteckt. Da sind dann auch unter anderem die Informationen über Windows selbst. Warte mal, bei Hilfe. Genau. Info. Da so, haben wir noch 3.1, 85 bis 92. Ah. Genau. Das müssen wir wohl ausblenden. Ja. 386 steht hier drin. Hast du nicht gesagt 486? Ja, erweiterter Modus für, das ist nur allgemein, für so, 386 PC. Okay. So, ja, sehr spannend. Wir gehen in Anwendungen. Ja gut, es sei denn, du möchtest Solitär nochmal spielen. Nein. So, Minesweeper, geil. Nee, vergiss es, Hauptgruppe. Dateimanager. Und dann kannst du einmal reinlünkern in Monkey oder in Spiele. Jo, und jetzt... Geil. Ich finde das Rasseln so geil. Das vermisse ich tatsächlich halt so ein bisschen, ne? Und jetzt hast du übrigens unten rechts am Monitor laut und leise. Da kannst du mal hochdrücken. Okay, genau, und jetzt drücke Enter. Enter. Ey, das sieht ja eh nicht, Ronny. Ja. Wenn du schlecht gelaunt bist. Ja, das ist übrigens ein alter Kopierschutz. Ja. Ich kenne den auch noch. Damals war es so, öffne das Handbuch und gebe die Antwort ein. Und das haben wir natürlich da. Warte mal. Dann gib mal 1678 ein. Vielleicht kann man auch egal was eingeben. Das ist normal. Das ist der Sound. Oder ist nicht normal? Das ist der Lüfter? Nee. Da haut gerade jetzt das aus. Naja, ist egal. Überspringen wir. Wir gucken mal gleich, ob wir eine Config machen können. Ja, da ist irgendein Kabel locker, weil das hat alles schon funktioniert, habe ich ausgetestet. Ja. Naja, dann halt hier ohne Ton. Warte, wir können mal gucken, vielleicht ist es bestimmt besser jetzt. Nee. Jo, soviel zum Monkey Island, also Point-and-Click-Adventure. Ja, nach Scamba und mit LeChuck und wie sie alle heißen. Und schade, dass der Ton nicht funktioniert, beziehungsweise jetzt die Musik gerade nicht korrekt ausgeführt wird. Das wäre jetzt ein Highlight gewesen. Kommt ja natürlich hier bei weitem nicht an die MIDI-Sound ran, weil damals war es entscheidend, was du für eine Soundkarte hast, beziehungsweise was für eine Ausgabe ist. Wir können natürlich die internen Lautsprecher benutzen, wir können auch, weiß ich, Soundblaster-Sound, aber MIDI-Sound ist hier at its best. Und ansonsten ein sehr, sehr lustiges Spiel.
Absolut. Man musste aber halt nicht mit dem, Steuerkreuz arbeiten oder BSC oder irgendwas, sondern tatsächlich muss ich sagen, öffne, schließe, drücke, genau, ziehe, gib oder rede mit zum Beispiel. Und dann kann ich hier mit dem Piraten dann auch reden. Ein oder Bürger von Lili, ich bitte. Entschuldigung. Und bist du der Vetter von Sven? Nein. Was? Wie? Nein, leider nicht. Und dann musste man halt quasi dann auswählen. Vertont war das Ganze natürlich auch nicht. Auf Disketten war der Speicherplatz ein bisschen begrenzt. Jo. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen nicht komplett hier in Erinnerung wegdriften. Wir gehen mal raus. Ja, Alt-Q oder Steuerung-Q. Dann gehen wir da rein. Genau. Hier hat er auf jeden Fall die Wolfenstein. Geil. Genau, hier dürfen wir uns leider nur im Anfangsbereich umher bewegen, weil es die internationale Version ist. Was? Aber die Shareware-Version. Na, dann ist ja nicht schlimm. Can I play Daddy? So. So, schön mit... Ja, mit Maus würde ich lassen. Ach du Scheiße. Schön mit Pfeiltaste, Leertaste. Ach, wer spielt denn so? Hilfe! Ja, leider werden die übrigens die Soundeffekte immer voller Lautstärke abgespielt. Ja, merkt man gar nicht. Geh mal zurück in den großen offenen Bereich hinter dir und dann dreh dich nach links jetzt. Ach, der ist hier nicht. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Dann wird wahrscheinlich der Hund da sein. Also, wer es nicht kennt, von id Software, eins der ersten Spiele, ich glaube 91, 92, bin mir gerade nicht sicher. Ja, zumindest eins mit dem ersten, ja, nennen wir es mal 3D-Engine, glaube ich, war es. So. Genau, und da kann man sich dann hier vorwärts arbeiten, kann man spielen, im Endeffekt kann man Labyrinthe erkunden, kleinere. Ich glaube, die meisten werden Wolfenstein schon von der Geschichte erkennen, ja. Das ist halt jetzt halt der Urableger davon. Checkkarten halt finden und böse Buben töten. Böse Buben töten. Und danach kam irgendwann mal das. Genau. Das sind nämlich die gleichen Guys. Wir können jetzt noch ganz kurz gucken, ob trotzdem die Soundkarte unter Indiana Jones, weil das lief auf jeden Fall bei mir. Hier die internen Lautsprecher übrigens. Reicht ja. Der PC gibt alles. Der raucht gleich ab. Aber es ist Wiedererkennungswert drin. Also so das muss man dem lassen. Genau, so klingt es dann über interne Lautsprecher. Geil. Zu geil. Oh. Jetzt hast du erstmal alles übersprungen und jetzt fängt das Spiel an. Ja, ich habe es damals genau bis hierhin gespielt und dann kam das auch mit bewege dich und mache und tue und nutze und ich war schon irgendwie ein paar Jahre zu alt und hatte keinen Bock mehr drauf auf diese Steuerung. Genau, jetzt fängst du dann gleich an auf deinem Dachboden da oder was das ist oder so ein Lagerraum und dann geil. Geht's los. Ja. Als MS-DOS-Emulation kann man sowas heute übrigens auch immer noch sehr, sehr gut spielen, wenn man sich mal mit der alten Steuerung auseinandersetzen möchte, denn die wird da ja komplett so mit übernommen. In digitaler Form gibt es die Spiele natürlich auch irgendwo. Wahrscheinlich funktionieren die auch besser als unsere Disketten, die wir im Original haben. Das wissen wir jetzt gerade nicht. Aber ja, geiler Ausblick auf jeden Fall. Ich fühle mich gerade wie 13. Super. Genau, das jetzt erstmal so viel dazu. Ich habe leider keinen UVP-Preis rausgefunden. Damals haben ja PCs noch deutlich mehr gekostet. Ja, so 2000 Mark zum Teil, 2500 Mark. Da warst du gut mit bei. Es gibt irgendwie auf wahrscheinlich Facebook, Instagram und Co. auch noch Seiten oder Profile, die halt sozusagen die alte Werbung von Saturn und sowas mit abbilden. Und da sind so die Zeitungsausschnitte, was so ein High-End-PC damals gekostet hat, war super interessant. Und wenn sich heute Leute beschweren, dass ein Razer Notebook hier 2500 Euro kostet mit der besten Hardware, die es gibt, früher war das wesentlich langsamer, noch nicht mal ansatzweise so weit wie heute. Und das Geld genau sogar noch mehr bezahlt. Wert als heute. Das heißt, es ist heute umgerechnet noch teurer gewesen. Ja, das zu unserem ersten Produkt und wir lassen ihn stehen. Oha. Wir brauchen ihn noch, aber wir kommen zum zweiten Produkt. Nee. Okay. Sony. Ja. Eine Digital Mavica Quick Access FD Drive. Wir befinden uns in dem Jahr 1997. Das hier ist eine Sony Digital Mavica bzw. MVC FD5. Ja, und ich sehe gerade mit Diskettenlaufwerk quasi. Also hier kommen die Disketten dann einfach rein. Darauf hat man früher das gespeichert, das kenne ich tatsächlich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Nee, nicht. Ja, Sony hat sich, nee, das waren übrigens nicht die ersten Digitalkameras und es waren auch nicht die ersten, die irgendein Speichermedium sich angeguckt haben, aber Sony dachte sich, das ist das günstigste Speichermedium der Zeit und das nehmen wir.
Läuft nur mit Stromkabel wahrscheinlich. Oder der Akku, den hast du auch noch. War das quasi die erste Digitalkamera oder was? Was sagst du? Nicht die erste Digitalkamera? Nicht die erste Digitalkamera. Ja, die ersten Digitalkamera kamen schon so Ende der 80er raus, so langsam Anfang der 90er, wo es Mainstream. Das hier ist halt von Sony der Ansatz. Ziehen und dann nach vorne von dir wegschieben, das ganze Fach. Ah, okay, ja, das soll der Fall so, da wahrscheinlich und das übrigens der, der liegt, das ist der Original, der funktioniert aber nicht mehr. Aber ist ja ein NPF-Akku, das heißt, wir nehmen einfach einen heutigen. Ja, funktioniert, hat auch mehr Kapazität. So, und jetzt kannst du das Baby mal anfeuern, den nach unten ziehen. Mhm. Oh, ist das ein Display. Wahnsinn, die sagen? Helligkeit. No Disk, aber über den Sucher kann ich schon mal gucken. Nö, ja. Sieht sportlich aus. Also da ist der Sucher, dunkles Bild, und da sieht man dann auch quasi das, was abgelichtet wird. Also blickwinklig stabil genau. Ist das Display. Also du kannst da umschalten zwischen Play und Kamera. Play ist dann auf den Speicher zugreifen und gucken, was da so drin ist. Ui. Ist das richtig rum? Nee, falsch rum. Zu geil. Oh, Disk! Siehst du mich, wie dicht muss ich rankommen? Nee, ich sehe dich schon, aber die Auflösung ist wahrscheinlich 320 mal. Oh, ist ein Video. So, Marci, dann erzähl mal ein bisschen was. Das ist kein Video. Wie ist kein Video? Er speichert das Bild. Das Speichern eines Bildes dauert 10 Sekunden? Nee, da war ich schon fertig. Oder bist du? Wie hat man früher Selfies gemacht? Genau so. Jetzt. Ja, ja. Macht Recording. Haltet still. Dann versuch mal was. Muss man wahrscheinlich. Jetzt ist er fertig. du hast vorne übrigens noch einen Umschalt. Zeig mal die Vorderseite nochmal. Wir wollen uns ja nochmal angucken, was da auch alles draufsteht. Da hast du nochmal einen Makro-Schalter, weil wir haben einen Fixfokus. Da kannst du dann zum Beispiel die Tastatur oder irgendwas fotografieren. So, dann war Makro war hier, so, wieder zurück. Mal. Das Display ist total toll. So, ja, macht nur noch Recording. Jetzt können wir mal gleich auf Play wechseln und dann, deswegen steht nämlich der PC noch da. Ja, also... Also du kannst jetzt mit dem Joystick oder wie auch immer, kannst du auch noch Einstellungen vornehmen. Ja, dann weiß er Belichtung, ins Menü rein und so weiter. Siehst die Restlaufzeit, 168 Minuten. Geil. Ja. Warte, aber jetzt kannst du mal auf Play wechseln. Jetzt greift er. Oh, 5 Daten sind drauf. Ja, ich habe auch ein Bild gemacht vorhin. So, das ist die Tastatur. Ja. Ist übrigens ein Viertel Zoll Sensor, CCD-Sensor mit 0,38 Megapixel. Geil. Wir haben ein 2,5 Zoll TFT-Bildschirm. Wir haben eine Helligkeitsregelung, automatische Belichtung, integrierten Blitz. Kann einen Shutter-Speed von einer 60. Sekunde bis einer 4000. Sekunde einstellen. Haben halt einen Fixfokus. Spannendes Bild. Ja. Na, ich wollte nur testen, ob es geht. So, und jetzt würde ich auch sagen, nehmen wir mal die Diskette raus und stecken sie in den PC und schauen mal. Das machen wir gleich. Ich lasse mal schnell zu Ende laden. Siehste, man erkennt mich. Warte mal, Picture Effects, da kann man bestimmt auch, auch noch was machen. Ja, musst du bei den Aufnahmen. Ja. So, runterziehen, ausmachen. Meine Haut ist ja geglättet. Das wirst du gleich sehen. Faltenfrei bin ich. So, Dateimanager auf, Laufwerk A. Klick mal unten auf, du hast es klein gemacht gehabt. Ach so. Du kannst ja mehrere Fenster öffnen, so, und jetzt auf A. Da oben, klick. Und jetzt ruhig da. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Windows 3.11 JPEG-Dateien öffnen kann. Sieht nicht so aus. Schade. Ich würde sagen, ist ja kein Problem, laden wir kurz aus dem Internet raus, aber das war halt 93, 94 noch nicht so verbreitet. So viel dazu. Konnte man selbst, naja, wir befinden uns hier im Jahr 1994, beziehungsweise Windows 3.1, ist ja so von 92, glaube, und die Kamera, wie gesagt, aus dem Jahr 97, und JPEG-Stand wurde wohl dazwischen irgendwann rausgebracht. Also mit Sicherheit hat man ein Plugin irgendwie nachinstallieren können, davon gehe ich jetzt mal aus. Und jetzt ein USB-Stick oder so ranstecken ist halt auch nicht, ne? Um mal schnell die Bilder darüber, wir bräuchten halt ein USB-Diskettenlaufwerk zum Beispiel. Jo. Ich habe gerade mal nach dem USB-Port geguckt. Nein, es gibt keinen. Immer noch nicht. Aber dann scheitern wir jetzt erstmal an dieser Stelle daran. Gab bestimmt auch Software, die man installieren konnte. Es gab auch Photoshop, wahrscheinlich für Windows 3.1 und so weiter. Dabei belassen wir es jetzt aber mal. Die 0,3 Megapixel, die werden sage und schreibe wahrscheinlich richtig gut sein. Diese Kamera, die FD5, kam zeitgleich 97 mit der FD7 raus. Die FD7 hat sich dadurch unterschieden, dass sie einen 10-fach optischen Zoom hatte. Und hat halt mehr gekostet. Ansonsten war es alles gleich. Gleicher Sensor, gleiche Auflösung und so weiter.
gleiche Optik, hat auch auf Disketten geschrieben. Schätzt doch mal in US-Dollar, was diese Kamera, die FD5, zu Release 97 gekostet hat. Ich habe jetzt 799 im Kopf, aber die Technik war da noch sehr neu, noch anders. Die haben sich noch Dinge getraut und die Preise waren teilweise weit über 1000 Dollar, 1500 Dollar wahrscheinlich. Legst du dich jetzt fest? Nee. Okay. Ich sag 2000 Dollar. Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so falsch. Also, man müsste jetzt natürlich auch umrechnen, wie viele das in Dollar heute wären. Ja. Jedenfalls kamen sie, die FD5, also die wir hier haben, damals raus zum UVP-Preis von 699 Dollar. Oh, Alter. Und die FD7, die dann den 10-fach optischen Zoom hatte, ja, 200 mehr gekostet. 200 Dollar mehr gekostet. 899 Dollar. Lag ich mir mit meiner ersten Intention tatsächlich wesentlich richtiger. Aber ich habe mich jetzt irgendwie verleiten lassen im Bezug auf, weil die PCs ja auch so schweineteuer waren. Also es sieht richtig für Mainstream, für den Markt, so, also nicht so für also Digitalkameras damals. Es waren halt alles, G-Versuche waren es jetzt nicht, Sony war da schon sehr etabliert und Olympus und Co. ja auch. Ja. Dann irgendwann kam die Digitalfotografie, ich habe mir 2003, glaube ich, meine erste Digitalkamera gekauft mit auch 10-fach optisch Zoom, 30-fach digital und mit 3,2 Megapixel Auflösung. Videos konnte ich mit 640x480 Bildpunkten aufnehmen. Da lagen schon Welten zwischen. Ja. Wir haben uns ja auch mal eine Sony Cam angeguckt, die ja auch relativ alt ist und was die für super Bilder gemacht hat. Da scheitert es ja leider dann nur an der Auflösung, dass dann halt viele Details halt fehlen. Aber das war das, was man damals bei Sony so unter Mainstream verstand, weil günstiges Speichermittel. Also Disketten waren damals 97, hast du auch damals schon mega günstig bekommen. Ja. Und war aber trotzdem halt langsam. Aber du konntest halt die machen und konntest die Diskette rausnehmen und direkt in deinen PC rein und öffnen. Und das war halt der große, große Vorteil. Ja, und brauchtest nicht erst irgendwelche Kartenlesegeräte und. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Und dann noch mit dem Makro umstellen ist irgendwie auch ganz geil. Aber es ist schon irgendwie erstaunlich, dass das halt so funktioniert. Genau, da kannst du noch den Blitz hinzuschalten zum Beispiel, Flash-Taste, jetzt kannst du auch Picture-Effekt einmal anklicken. Genau, oben steht auch Makro. Genau. Ja, jetzt hast du hier, was hat er jetzt? Pastell. Pastell nennt er das, Mac Negativ. Art, Sepia. Also du hast schon wirklich Filter, Black and White, krass, und das ist cool. Genau, dann den Blitz noch hinzuschalten, kannst ja Marci mit Blitz fotografieren. Nee. Der lädt dann auch auf. Oh, ich bin blind. Und jetzt gucken wir es uns auf dem riesigen Display an. Ich habe leider auch die Auflösung des Displays nicht rausgefunden. Ich denke mal unter 320x240, weil... Wenn ja, man jetzt viel weniger, viel weniger. Aber es ist ja auch eigentlich egal. Das ist so vielleicht 80x60 oder sowas. Ja, man könnte die Pixel wahrscheinlich zählen, weil bei der 1 ist ein Pixel. Wechseln? Also auf dem Desktop ungefähr so groß wie der Papierkorb, oder wie? So ungefähr, ja. So, da ist er. Ja, Vor allem meine Reaktion war schneller als der Blitz. Da kannst du wahrscheinlich sogar reinzoomen oder so. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Man kann vorgehen, man hat einen Index, man kann ins Menü gehen. Und da wahrscheinlich dann löschen und so. Clock, Beep, Format, Disk, Delete, Protection, Return. Also von Zoom sehe ich jetzt gerade nichts. Mehr Tasten habe ich auch nicht. Aber ja, okay. Es ist halt 97. Jo. Gut. Würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ja. Das habe ich jetzt zwischengeschoben, weil wir springen jetzt nochmal... Ja, zurück ins Jahr 1994. Das kenne ich. Da war ich schon mal. Maustastatur weg. Haben wir das nicht da vorne am Racing Seat auch dran? Ja. Nur neuer? Ja. Interactor Virtual Reality Gameware. Das ist von der Firma Aura und kam 1994 raus. Or works with any of the following: Sony PlayStation, Sega-Konsolen, Nintendo-Konsolen, PC-CD-ROM, Commodore Amiga, TV-Video und HiFi. Genau, und musst überlegen, die PlayStation kam da gerade raus, die war frisch auf dem Markt und dann kam sowas. Und wir hatten ja sowieso Anfang der 90er so einen ersten Virtual Reality-Hype, wir denken nur an den Rasenmähermann. So ein Film, Alter, der war so und schlecht. Und auch die ersten Virtual Reality-Brillen kamen so langsam, zumindest auch bei den Endkonsumenten an, die natürlich fürchterlich waren, aber trotzdem beeindruckend. So, und jetzt gucken wir mal nach. Eine Anleitung. So, ja, also es geht alles über einen 3,5er Klinkenstecker. Genau, also ich erkläre es nochmal für die Leute, die halt nicht wissen. Also da ist jetzt wirklich auch für die Konsolen erklärt, wie man es macht. Dieses Teil
ist praktisch eine Weste, die man trägt, oder nicht mal eine Weste, im Endeffekt was, was man sich über den Rücken schneidet. Und da, da wird das Audiosignal abgegriffen und die tiefen Frequenzen werden über das Gerät, was man trägt, in Vibration umgewandelt, sodass man sozusagen, wenn man ein Rennspiel spielt oder ein Shooter oder sowas und da irgendwas mit tiefen Frequenzen kommt, dann kriegt man eine Vibration auf den Körper. Funktioniert bei heutigen Sachen. Wir haben das Sub-Pack, ist auch schon ein paar Jahre alt. Das funktioniert super, das macht das auch sehr, sehr geil. Und das war sozusagen der Vorgänger davon im Jahr 1994. Das ist nicht für mich gebaut. So. Du hast eigentlich den Brustgurt noch vergessen. Was soll ich mit dem? Ach, muss ich mir noch festschneiden, weil es gleich so richtig heftig wird. Und das Kabel haben wir noch dazwischen geklemmt. Gibt es den auch in größer für mich? Ich wäre dir da sehr verbunden. Gab es nur in einer Universalgröße. Ja, für Kinder, ich merke schon. So, du bist angeschlossen. Cool, jetzt müssen wir eigentlich nur irgendwie... Ah, der MP3-Player liegt bei mir auf dem Arbeitsplatz. Wir haben hier hinten einen Anschluss am PC. Ja, aber da läuft ja gerade nichts. Naja, wir können Wolfenstein anklemmen. Indiana Jones, nur die Intro-Musik. Ja, So, und hier hat man dann alles Mögliche an Adaptern, um für alle möglichen Konsolen gerüstet zu sein. Aber wir haben auch ein ganz normales 3,5er-Kabel und gehen dann hinten an den Kopfhöreranschluss des PCs. Brauchen wir aber noch Strom. Das hast du uns nämlich unterschlagen. Das befindet sich hier, der Backstein. Ja, das ist klar. Oh. Ronny, ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich habe da kein Gefühl gerade. Wieso? Ich saß da schon mal dran. Das ist alles gar nicht nur so... Alter. Hast du noch einen Adapter? UK-Adapter brauchen wir zufällig. Ja, muss ich holen. Ich sehe, das ist mal ein Netzteil. 11,5 Volt, 1,25 Ampere. 230 Volt, 50 Hertz, da steht's. Ja. Ist ein bisschen viel Kabel. Achtung, ich gehe runter. Ja. Wenn es gleich dunkel wird, ich weiß nicht. Nimm. Ja. Ich fühle mich ein bisschen steif mit dem Teil auf dem Rücken. Ja, funktioniert. Wir haben Power. Ich mach mal erst nur mit halbe Power. Halbe Lautstärke, ja. Ich fahr mal volle Mucke. Oh! Kommt was? Also eben hat es gerade Bip gemacht. Ja, der vibriert. Und jetzt nicht mehr. Du musst schießen wahrscheinlich. Nee, da kommt gerade nichts. Du bist jetzt der Lautsprecher. Ja, ich habe jetzt auf Music gestellt. Das heißt, er gibt jetzt die Musik wieder und jetzt nur Game Sound. Das ist schlecht. Okay. Das ist normal. Das ist nee, da kommt gar nichts. Ach. Stecker war raus. Stecker war nicht richtig drin. Ja? Ja. Aber jetzt haben wir Musik. Und wenn ich Messer, dann vibriert's mit. Klingt wie ein Hund. Nee? Boah, es fühlt sich aber nicht gut an. Es ist halt eine Plastikplatte, die am Rücken gerade runter liegt und irgendwo mittig davon kommt eine Vibration raus. Kannst du dich ja nur mal drehen. Andere Richtung. Welpenhund, oder? Du bist jetzt der Rasenmäher, Mann. Wir können auch Filter einstellen. Macht's nicht besser, oder? Ist das eine angenehme Rückenmassage oder was? Nee, auch nicht. Aber ich glaube, wenn du jetzt einen Kopfhörer auf hättest, würde es sich wahrscheinlich anders anfühlen, weil. Ja. Es kommt halt alles von hinten jetzt raus. Ja. Ich hab's natürlich auch voller Leistung jetzt. Das kam im Jahr 94 raus. Du siehst ja mit den Adaptern an allen möglichen Konsolen nutzbar. Natürlich sollte man dann auch Kopfhörer aufsetzen, um dann sozusagen den Sound noch drauf zu haben, um nur dieses Vibrationsfeedback mitzubekommen auf dem Rücken. Was schätzt du, was dieses Bundle kostete 1994? Boah, 399 Mark. What? Ja, ich habe nur einen Dollarpreis. 349 Dollar. Meinst du? Weil du musst ja gucken, das muss ja für Mainstream-Markt, das muss ja auch erschwinglich sein. Ist es doch. Kauf dir mal eine VR-Brille. Ich sag die Hälfte von dir, 150 oder so. Mach dir das einfach aus! 100, 150. Ich hab mich gerade dran gewöhnt. Also, dieser
Aura Interactor Virtual Reality Gameware. Kam im Jahr 94 raus, war ein Kassenschlager, hat sich über 400.000 Mal verkauft und kam zum Preis von $100 raus. Oh! Ah! Genau, du musst aber auch dazu bedenken, dass die meisten Konsolen so $200 oder $150 gekostet haben. Also das war schon trotzdem viel Geld. Ja, man merkt halt einfach, es sind halt einfach 30 Jahre vergangen und die Relation zum Geld und zu den Preisen, die man aktuell für irgendwas bezahlt, die ist nicht mehr die gleiche wie halt eben vor 30 oder 40 Jahren. Ja, ich merke es dann halt. Dollar zu D-Mark war bestimmt nicht 1 zu 1, oder? Nee, das war nochmal mehr. Auch aber nicht. Ich glaube zum Beispiel, so eine Super Nintendo hat am Ende auch $149 oder so gekostet. Ja. Ich habe meinen Super Nintendo mit 14 gekauft, aber zur Jugendweihe, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Also ich weiß, dass ein Spiel am Alexanderplatz im Kaufhof so um die 100 bis 120 Mark gekostet hatte. Und im Angebot dann wahrscheinlich 60 oder so. Nee, das nicht zwei. Also wüsste ich jetzt gerade nicht, aber das waren so die Preise, die man damals für Super Nintendo Spiele bezahlt hat. Gameboy-Spiele waren so bei 60 Mark und ich glaube im Angebot gab es sie so für 29. Alter, doch schon ganz schön teuer. NES-Spiele Probotector damals gab es im Abverkauf für 20 Mark oder für 10 Mark. Ärgere ich mich heute noch, dass ich da nicht 30 Kopien gleich mitgenommen habe. Dann hätte ich jetzt einen Stapel Gold da stehen in OVP. Aber so ist das Leben. Wer weiß, ob die beim Abverkauf überhaupt so viele da gehabt hätten. Davon mal. Naja, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber gut. Ja, wir sind eigentlich jetzt heutzutage keinen Schritt weiter. Es ist im Prinzip die gleiche Technik, nur ein bisschen besser. Es gab VR-Brillen, die haben mehr oder weniger gut funktioniert, für zumindest ihre damaligen Verhältnisse. Ich habe leider nicht die ich gerne zeigen würde. Vielleicht kriege ich die irgendwann nochmal ran. Aha. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die auch nochmal an. Spoiler, Spoiler. Und heißt übrigens Forte VFX, falls die jemand von euch hat, gerne bei mir melden. Und ich würde sagen, ich habe noch zwei Sachen für dich. Aber das ist das richtig gute Aura Interactor Virtual Reality. Pack mal die Gaming-Hardware zu dem Gaming-PC. So, weiter geht's. Wir kommen im Jahr 2003 an. Okay. Uha. Da war ich schon bei der Bundeswehr. Ich glaube, ich habe ein Abitur. Zwei Jahre. Aufpassen, das geht ziemlich leicht auf. Siemens, als sie noch Telefone gemacht haben. Das geht ziemlich leicht auf, sagst du. Ein U10, Be Inspired. Oha, das ist eine. Ist ein Akku? Oder ist es eine Speicherkarte? Ein Akku. Nee, Akku, ja, okay. Das ist ein Akku, okay. Mit Original. Die findigen Füchse werden jetzt schon geschmunzelt haben, als Siemens noch Telefone hergestellt hat. Das hier war eines der ersten UMTS-Telefone auf dem deutschen Markt. Also 3G. Ui. Könnte man heute noch benutzen. Mit drehbarer Kamera. Da war Hauptkamera quasi auf Frontkamera plus hinten war mal so ein silberner Knopf drin. Nee, kein Knopf, ein Spiegel. Ja, nicht Knopf, aber das war halt verspiegelt, genau. Das wollte ich sagen, dass du dann auch weißt, wo du bist. Und dann das ist aber innovativ, ey. Ja, und ich zeig dir sogar noch mehr Innovationen. Dieses Modell wurde nämlich mit und ohne Kamera verkauft. Wie hat man das denn bewerkstelligt? Mögt ihr euch jetzt fragen? Nee. Zieh mal unten, genau, drück mal unten den Knopf und zieh mal die Lasche, dass du die Rückseite abmachen kannst. Ja, drücken und dann zu dir und nach unten ziehen. Mhm. Und jetzt kannst du die Rückseite abmachen. Mann! Da gab es das Telefon mit, da gab es das Telefon mit einem anderen Rückcover und dann hatte es keine Kamera. Ist das raffiniert? Genau. Weil da siehst du jetzt praktisch, die Antenne verschwindet in diesem Case. Es sieht auch pottenhässlich aus. Davon so ein bisschen, ja. Und so wurde das dann nämlich zu zwei Preisen angeboten, nämlich einmal mit Kamera, einmal ohne. Und die siehst auch, das ganze Rückcase hat unten Kontakte, die dann, genau, da sozusagen die Kamera mit Strom versorgen, die Datenverbindung herstellen. Jo. Und das ist das U10. Und warum habe ich gesagt, werden die findigen Füchse hier schon geschmunzelt haben? Naja, weil der Akku denn wahrscheinlich nicht. Dieses Gerät, es war eines der ersten Geräte mit UMTS auf dem deutschen Markt und Siemens war da anscheinend im Zugzwang und es hat es eingekauft. Bei Motorola. Denn es ist eigentlich das Motorola A830. Ist irgendwie vor meiner Zeit. Ich habe damals keiner irgendwas anderes gehabt. Und das hat Siemens dann eingekauft bei Motorola. Noch ein bisschen Software verändert, zumindest Siemens-Logos und Bootscreen und hast du nicht gesehen. Eine rote Taste gedrückt lassen. Kann aber sein, dass der Akku keine Kapazität mehr hält. Ich habe es vorhin ein bisschen aufgeladen, aber ich musste es mit Netzteil dann nutzen. Also ich es dauert eine Weile, es dauert eine Weile. Passiert halt gerade gar nichts. So, zeig mal. Guck mal, da zappelt schon was. Komm mal hin. Ja, der Blickwinkel ist jetzt nicht so geil. So. Enter Simpin. Sim unlocked, searching for network. Oh, er hat die Kapazität gehalten. 2 Balken von 3. Das ist doch gut. Naja, ob wir jetzt Empfang hier drin bekommen, weiß ich noch nicht so genau. Ja. Vermute eher weniger.
Aber das Display liegt ungefähr einen halben Kilometer tiefer als das Glas oder das Kunststoff, was man oben drüber genommen hat. Ja, das, definitiv. Das schaut sich jetzt gerade super schlecht. Super schlecht an, genau. Aber hey, komm, wir haben schon Bluetooth, ja? Auf jeden Fall Bluetooth-Waiting. Wir können hier irgendwas mit Bluetooth machen. Wir haben ein Telefonbuch und hast du nicht gesehen. Und wir können hier zurückgehen. Rechts klingelt. Genau, du kannst oben in die Mitte drücken, dann kommst du ins Menü. Und ansonsten hast du bis jetzt gerade in den Shortcuts drin. Ja, warte mal. Oben in die Mitte drücken, dann kommst du ins Menü. Nee, oben den und Knopf unterm Display in der Mitte. Ach so, den. Okay, ja, warte, dann drücken wir da nochmal. So, dann bist du im Menü. Ja. Das ist übrigens ein Importgerät, deswegen nur englische Sprache. Mit 16 Farben. Es hat ein 2,2 Zoll Display mit 220 x 176 Pixel, was schon echt hochauflösend ist, mit 4096 Farben. 4096? Genau, so die ersten 512. Farbdisplays hatten ja so 16 Farben, dann waren so 256 Standard und dann kamen so 4096. Wir haben einen internen Speicher von 2 Megabyte. Und das U10 nimmt aber MMC-Karten auf und es lag schon eine MMC-Speicherkarte, also Multimedia-Card mit 32 Megabyte bei. 32 Megabyte gleich. Ja, kannst du 5 Fotos drauf speichern. So, und jetzt würdest du wahrscheinlich ein Foto machen wollen. Nee, eigentlich nicht. Na, dann machen wir mal ein Foto. Ja. Hatte übrigens auch schon USB-Konnektivität. So, ich hatte jetzt hier vorhin... Geh nach Shortcut nach rechts. Genau. Da, dann gehst du in Center Pictures. Und dann wahrscheinlich Pictures. Achso, Pictures, okay. Select. Also du kannst auch Videos damit drehen. Please waiting, assessing device. Okay, jetzt greift dir darauf zu. Jetzt gehst du ganz nach unten, kannst auch nach oben gehen und dann New Picture. Alter, ist ja fast gar nicht kompliziert, oder? Foto, Viewfinder, Memory Meter. Okay. Nee, warten. Wie, der lädt noch? Ja. Oh, da ist es ja schon. Ich drehe das mal zu mir, weil ich habe ja ein modernes Selfie-Gerät hier. So, viel Spaß. Mach mal ruhig crap. Ein Bild. Ich mach mal ein Bild von mir. Alter, was ist das für eine Auflösung? Diese Kamera hat eine Auflösung von 640x480 Pixel. Ist auch schon eine höchste Auflösung eingestellt, habe ich geguckt. Also 0,3 Megapixel. Please wait. Jetzt speichert er ab. Ja, und man konnte halt, UMTS war ja so, wurde ja mega beworben als der Stand für Videotelefonie endlich. Und deswegen konnte man halt die Kamera sowohl für die Videotelefonie nach vorne ich drehen. Ja, kann mich entsinnen, ja. Ach, deswegen. Das war jetzt nicht für Selfies gedacht. Aber das Schlimme ist doch, es hat doch eigentlich nie einer benutzt, weil... Es mega teuer war. Ja, also da war das einfach noch gar nicht so die Zeit. Also es war technisch möglich. Das hatte übrigens eine Datenrate, die erste Iteration von 3G mit 384 Kilobit pro Sekunde. Aber natürlich nur unter optimalen Voraussetzungen. Die Decke fotografieren damit. Ja, ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Jetzt bist du dran, Marci. Schön lächeln, vielleicht erkennt man ja noch 2 Pixel von dir. Du musst stillhalten. Das Video, das Foto machen dauert 2-3 Sekunden. Please wait. Ja, ist eher das Speichern dann. Ja, es dauert auch fast gar nicht lange, muss man jetzt mal so sagen. Das ist ja... Ah, guck mal, da ist es ja. Aber ich kann das jetzt auch einfach löschen oder ich sag mal so, ich speichere das. Ey, das ist viel zu schade zum Löschen. Und kannst du ja jetzt Wallpaper setzen. Ah, das machen wir gleich. Ja, das machen wir gleich. Aber so, jetzt back. Und wenn du jetzt praktisch nach ganz... Ja, gut, er lädt erstmal die Bilder. Wenn du jetzt wieder nach unten drückst zweimal, dann bist du ja wieder ganz oben. Mhm. So, und da hast du deine Bilder. Das dritte ist praktisch Marci. Das erste ist von mir, was ich vorhin eben gemacht habe. Ja, das... Ja, du guckst auch sehr überrascht. Ja. Details, 640x480. Genau. Aufgenommen am 1.1.00. 0,3 Kilobyte. Oh, dann hast du ein bisschen... Das ist auch sparsam. Ja. Ich gebe dir noch weitere Infos. Also es hat Bluetooth, ich glaube 2.0 oder 2.1 oder so. Infrarotport. Wir haben für mobiles Surfen WAP 2.0 bzw. XHTML Support. Wir haben Java-Support. Die meisten Spiele haben damals halt auf Java basiert. Genau, das war nur Java, Genau. Das Telefon unterstützt MP3s, was für damals ein knaller Novum ist. Also bei Siemens war ja aber sehr Vorreiter auch, gut, da war es Motorola. Aber wir haben hier MP3-Support und MP4, also MPEG-4-Videos. Weil wir können ja auch Videos aufnehmen. Ja. MP4? Geil. Ich habe mal rangezoomt. Originalgröße. Ist der Wahnsinn. Also das Display kann es halt leider nicht widerspiegeln, wie schlecht die Qualität ist, aber vielleicht ist auch das Display einfach nur so mega schlecht. Also das, was man bei mir sonst als Bart im Gesicht erkennt, ist einfach nur ein schwarzer Fleck geworden. Also Wahnsinn. Aber guck mal, Marci, du bist jetzt auch dran. Pass auf. Ja. Da ist es. Dann gehe ich jetzt hier auf Zoom, drücke hier Select, dann gehe ich hier auf Original Size, nochmal Select, dann, dann bist du schon da. Also du hast auf jeden Fall eine sehr hohe Stirn jetzt auf einmal. Und wollte sagen, der Bursche sieht ganz schön gut aus. Ja, der Bursche sieht ganz schön gut aus. Er hat eine glatte Haut, super.
Faltenfrei, 30 Jahre jünger. Er erkennt sogar, dass du zwei Augen hast. Jo. Ja. Wir haben einen Akku mit 800 mAh. Damit konnte man so ca. 1 Stunde 20 Minuten telefonieren. Ja, und Fotos, und Videos, Fotos und Videos aufnehmen. Ich mache mal ein Video. Das war, und wie gesagt, die Software ist dann halt eher Motorola-Software mit ein bisschen Siemens-Logos und hast du nicht gesehen, weil die Siemens-Software sah damals ein bisschen anders aus. Die haben ja dann auch irgendwann auf Symbian mal zeitweise gesetzt und dann haben sie sich ja mit BenQ zusammengeschlossen und dann hieß es ja BenQ Siemens und dann waren sie ja irgendwann weg. Aber ansonsten waren so die Siemens-Geräte, so SL45 und so weiter. Das waren richtige Knaller. Oder S55 dann noch. So. Stored. Jetzt bin ich ja gespannt. Hast du ein Video aufgenommen? Ich habe ein Video aufgenommen. Da ist das Video jetzt auch und das spielen wir jetzt mal ab. In Originalgröße. Ich weiß nicht mal, ob mit Ton. Ja. Mit Ton, tatsächlich, ja. Ist wahrscheinlich auch Menütaste drin, kannst du lauter machen und alles, aber. Ja, geht bestimmt lauter, aber. Yeah. Und das waren dann so die ersten Clips. Am besten finde ich ja den Bildschirm. Stell dir das mal vor auf Social Media heute. Wenn es da schon Instagram gegeben hätte oder OnlyFans oder so. Und dann so eine Qualität. Hallo, ich bin der Ronny. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal schätzen, was denn dieses Telefon im Jahr 2003 gekostet hat. Ich weiß, das wurde auch auf der CeBIT ziemlich... Ronny, übrigens schon Euro. Übrigens schon Euro, ja. Und sowohl, ihr könnt mir zwei Euro. Preise nennen, weil einmal mit Kamera und einmal ohne. Wie viel hat man für die Kamera denn auch noch drauf zahlen müssen? Telefon 399 und mit Kamera 399. Nee, ein Huni nicht, aber 450. Also 15 Euro mehr. Ja, würde ich sagen. Marci? Ich glaube nicht, dass das so erschwinglich war. Oh doch. Oh doch. Wenn's 2003, definitiv. Na gut, sagen wir mal so, der Euro mag. Wenn das jetzt 500 Euro wären, heute wahrscheinlich 800 oder 900 Euro, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja. Aber schätz mal. 700, also 699 und nochmal 200 Euro mehr, also 800. 200 Euro für die Kamera mehr. Ja. Dieses Telefon kam 2003 raus, ohne Kamera, für 1200 Euro. Mit Kamera 1500 Euro. Diese Kamera hat 300 Euro Aufpreis gekostet. Und 1500 Euro, da kannst du einen Brief drauf geben, sind wahrscheinlich um die 2000 Euro heute. Und damals Monatslohn. Und wenn du sagst Motorola, die haben sie eingekauft von Motorola? Ja. Also ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es das A830 überhaupt in Deutschland gab, so. Aber das wird in einem ähnlichen Preisbereich gewesen sein. Bis, vielleicht ein bisschen darunter, weil Siemens war halt der Name. Platzhirsch noch damals. Und zumindest in Deutschland. Ja, das war dann so, Siemens, wir wollen mit die Ersten sein, die UMTS anbieten in Deutschland. Natürlich dann auch mit hohen, sagen wir mal so, wurde dann auch bei Telekom und Co. natürlich dann zu den ersten UMTS-Verträgen dann auch mit dazugegeben. Hat man natürlich auch ordentlich draufzahlen müssen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, keine Preise gefunden. Mit Sicherheit, ja. Das war dann wahrscheinlich eher den großen Firmen vorbehalten, die das dann so Mitarbeitern in die Hand gedrückt haben und dann wahrscheinlich auch die Mobilfunkrechnungen bezahlt haben. Wahrscheinlich. So, und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir springen in das Jahr 2009. Oh. Da habe ich dir noch was mitgebracht. Sony Vaio. Ein Personalcomputer. Ja, ein bisschen Staub ist drauf, habe ich dir dran gelassen. Aber das, sag mal so, das könnte noch heute noch so durchgehen, erstmal von der Optik. Das schon? Das ist die Anleitung oder ist das schon das Notebook? Nee, kannst weiter drunter. Ach, okay. Erstmal eine DVD und nochmal ein Upgrade. Windows 7, nochmal eine Software-Disk, nochmal eine dicke Anleitung. Und dann nochmal mehr Papier. Also ich lasse das mal alles drin. Junge. Hör mal das wieder zu. Nehmen das jetzt hier raus. Und dann haben wir was Eingeschlagenes. Nehmen das raus. Dann haben wir ein Netzteil. Brauchen wir das Netzteil? Ich weiß nicht, ob der Akku die Kapazität hält. Ich habe ein bisschen aufgeladen. Okay, dann nehmen wir das mal mit raus. Das ist übrigens auch süß. Lecker. Das braucht man nicht. Na gut, kannst du auch mit rausnehmen. Ich nehme mal mit raus, genau. Dann haben so, wir dann nur Netz. Das Kabel, weil das andere ist nur ein Ersatzakku. Das ist der Akku. Okay, dann packen wir das wieder so hin. Hätte wenigstens vorher mal putzen können.
Ich habe Fingerabdrücke drauf. Ja, das sind jetzt vom Ausprobieren wieder. Ich hatte es vorher geputzt, aber ich hätte es danach nochmal putzen sollen. Ja, also das besagte Akku, Release und zum Sperren quasi. Und das Ganze ist Metall oder zumindest Kunststoff in sehr gut lackiert, weil es sehr dick wirkt. Wir haben hier eine Duo SD-Karte oder also genau, von Sony, ganz normal ein SD-Slot für Speicherkarten und die Sony natürlich eigene, damals noch Memory Stick. Ja. Duo. Wireless on-off, Power on-off, Batterieanzeige und dann, wenn die Festplatte arbeitet. Genau. Und wie gesagt. Was haben wir noch für Slots? Linke, rechte. Seitlich USB und. Das ist ein proprietärer Anschluss. Achso, dann wahrscheinlich so für Akku und was weiß ich. Na, wirst du, den hast du ja mit rausgenommen. Gucken wir uns der an. Nochmal ein USB-Port, 3,5er Klinke und halt Stromstecker. Genau. Und jetzt kannst du den Dongle noch holen, den eckigen schwarzen. Der kommt dann nämlich ran, bevor du aufklappst. Genau der. Genau. Weil dann hat man nochmal. Dann hat man Monitorausgang und LAN-Support. Genau. Also quasi eine Display-Schnittstelle. Also eine ganz kleine Docking-Station oder so ein Dongle. Ja. Wie hatte der noch nicht? WLAN 1.0? Der hat WLAN drin, ja, aber manchmal willst du vielleicht doch einen externen Monitor anklemmen. Hatte man ja vielleicht oder auch nicht. Oder Netzwerkanschluss. Genau. So, und jetzt haben wir ein 8-Zoll-Display. Nee, dann braucht man Netz. Kann auch sein, dass der andere, der Alternativakku, der ist, der noch Kapazität hält. Das kann aber auch das sein. Aber das war definitiv hier der Originale. Ja, solange die Kiste jetzt anspringt, reicht es ja. Es gab nämlich damals dann irgendwann noch einen Erweiterungsakku mit der doppelten Kapazität. Der war dann aber nach unten ein bisschen dicker. Ich wollte gerade sagen, in den gleichen Dimensionen oder? Okay. Aber wenn du schon sagst, das ist ein bisschen größer geworden. So, das ist das. Und das hier ist ein sage und schreibe 20 Watt Netzteil. 20 Watt? Mhm. 2003. Nee, 4. 2009, Entschuldigung. So, jetzt haben wir nämlich dann auch, da leuchtet unten ein bisschen was. Mhm. Da leuchtet jetzt hier grün der Power-Button. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das vom Blickwinkel am besten hinkriegen. Vario. Okay, man sieht's. Wenn ich es jetzt so hinstelle, sieht man vielleicht auch was. Boah, das wird man noch sehen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, ich habe es leider nicht richtig runtergefahren. Windows normal starten. Beziehungsweise ich habe es angelassen. Ja. Ja, dann war der Akku dann halt alle und dann, ja. Okay. Ich finde auch gut, wie Sony immer allem einen Namen gegeben hat. Hier, das unten heißt Magic Gate mit den Speicherkarten-Slot. Ja. Oben die Kamera heißt Motion Eye. Motion Eye. Machen die heute ja nicht mehr. Ja, da alles klangvolle Namen. Oh, das ist doch ein bisschen speckig hier. Das. Ja, den habe ich schon sauber gemacht. Du willst nicht wissen, wie der vorher aussah. Na, ist zumindest desinfiziert, das kann ich dir sagen. Ist das Touchpad von früher oder was? Ein Trackball. So, Windows hat blindingt Windows Vista Home Premium. Ja. Hey, aber du hast ein Windows 7 Upgrade drin. Fällt dir was beim Display auf? Das ist ein bisschen klein, ne? Das ist 16:9 irgendwie. Ja, nee, daran liegt es nicht. Wir haben hier eine Auflösung von 1600 x 768 Pixel. Ist doch in Ordnung. Das ist für 2009. Ja. Ich sitze halt nur nicht so schnell mit Windows, aber... Richtig, denn wir haben hier einen Intel Atom Z520 Prozessor mit einem Kern und 1,3 GHz. Oh, das waren also quasi die ersten Windows-G-Versuche, die eigentlich schon am Prozessor gescheitert sind. Ja, das war damals kamen ja so die Netbooks raus. Das war auch genau so die Zeit 2009. Und da hat alles so auf Intel Atom gesetzt im Netbook-Style. Und die waren halt schnarchen langsam. Ja. Es gab dann auch schon so Dual-Core-Prozessoren runtergetaktet. Das war so Intel Pentium T oder Intel Core irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit wir uns da befinden. Das habe ich jetzt auch nicht rausgesucht. Wir haben 2 GB Arbeitsspeicher, DDR2, und eine 60 GB mechanische Festplatte mit 4200 Umdrehungen. Und die kommt so auf sage und schreibe 25 MB pro Sekunde im Schnitt. Deswegen dauert das hier nochmal ein bisschen extra lange. Ja gut, aber schon mit den 2 Megabyte oder 2 Gigabyte Arbeitsspeicher ist ja auch alles andere als flott. Genau. Wir haben halt WLAN und wir haben eine Akkulaufzeit so im normalen Office-Betrieb von 3-4 Stunden. Damals zumindest mit Original-Akku und noch voller Kapazität. Wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine super schwache Hardware ist, ja. Ist die Akkulaufzeit echt super schlecht auch. Ich kann dir sagen, dass zum Beispiel auch diese, soweit ich weiß, diese Notebooks oder auch dieses Sony Vario Book war zum Beispiel auch bei Kfz-Werkstätten sehr beliebt, weil die sich dann hier ihre Diagnosesoftware drauf gemacht haben und dann halt das halt so klein und kompakt und dann konnten sie es halt überall mitnehmen und dann per OBD oder sonst was dann die Fahrzeuge auslesen.
Ich sag mal so, 2009, da ist halt auch schon ein bisschen her, ja. Also da ja, stimmt. Ach so, Marci. Ja, ja, ich sag halt nur. Wunderbar, aber weil die so enttäuscht wirkt da. Das Schlimme ist eigentlich, dass die Intel-Atom-Prozessoren 2018 irgendwie auch nicht geiler waren, weil da hatten wir noch das eine oder andere Notebook schon mit getestet oder so, auch so ein Mini-PC, und da waren die Z3-3500 oder was weiß ich, wie das hieß damals, habe ich auch alles vergessen. Die waren auch nett, aber für Windows war das, die Atomdinger waren einfach nichts dafür. Wie also, klein das alles ist, weil das Display so hochauflösend ist und wir keine Skalierung haben. Ja, das war halt zumindest einfach noch eine andere Zeit. Man kann doch noch eine Zoom-Stufe einstellen, aber ist jetzt nicht gemacht. Ja, mit Sicherheit. Aber, und dann dieser eklige, also dieser, vielleicht war der früher auch besser, dieser jedenfalls Trackball oder wie auch immer man den nennen will, der ist hier echt nicht gut. IBM war ja auch großer Verfechter, die haben den ja auch gehabt. Aber der hier irgendwie, naja. Es geht. Also es ist eine super optimale Bedienung, aber halt so Touchscreen oder so gab es halt damals auch nicht. Hätte hier auch nicht so viel Sinn gemacht. Du kannst ja eine Maus anschließen mit Bluetooth. Die kannst du auch per USB machen, wir haben USB-Ports da. Also würde auch gehen, so ist es nicht. Ja, also ich sag mal, an dem System brauchen wir jetzt nicht zeigen. Man hat, glaube ich, gesehen, anhand dessen, wie lange es gedauert hat, wie jetzt geladen hat, dass das halt einfach nur schlechter ist als eine bessere Schreibmaschine. Hier musst du Zeit mitbringen, wenn du dann irgendwie auf Word oder so startest, aber allgemein für die ganze Bearbeitung, ja. Also man kann das noch als Schreibmaschine nehmen, aber wenn du im Browser warst und irgendwie, gibt ja Browserspiele, kannst du vergessen, Grafikeinheiten, Grafikanwendung an sich allgemein auch. Also es ist wirklich mit einem Kern sowieso. Aber so fängt das halt alles mal an. Mhm. Und das ist, aber trotzdem, wenn man jetzt rein das Design sich anguckt und dieses Gerät heute so in den Laden stellen würde. Das kann was. Das sieht immer noch sportlich aus. Mhm. Dafür, dass es, wie gesagt, von 2.9 ist. Aber Sony hat da ja immer so eine Produktlinie, Designlinien gehabt und auch ihr Vario-Schriftzug. Und das hat sich ja nicht verändert. Das Gerät sieht irgendwie immer noch edel und wertig aus, auch wenn es wirklich nur Kunststoff ist, was wirklich gut lackiert ist, weil Fingerabdrücke ja, aber Kratzer nein. Dann im Prinzip das mit Silber abgesetzt, wo die Bedienelemente drin sitzen und so weiter. Sieht schon, muss ich sagen, also wenn man es nicht wüsste, auch anhand der Dicke kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt altbackend ist. Klar, es geht dünner heute, aber es ist schon, und auch mit den USB-Ports und so, das fällt jetzt erstmal gar nicht so auf, dass das Ding halt eben schon übelst alt ist. Ja, 14 also Jahre jetzt. Mhm. Mehr Schein als Sein. Jetzt macht er was. Ah, ist wohl der Atomprozessor. Es geht wohl, selbst bei der Helligkeit hat das schon zu tun. Also, es ist super. Mein Gut, der Akku ist klinisch tot, da passiert nicht mehr viel. Aber es ist tatsächlich auch die höchste Helligkeit. Also, da geht es nur nach unten. Okay. Aber zumindest. Ja, mach lieber hoch, bevor wir es dann nicht mehr hochgestellt bekommen. Und dann stehen wir da im Dunkeln. Ja, also, hell ist jetzt anders. Oh. Ich komme zur Masterfrage. Was schätzt ihr, hat dieses Notebook damals gekostet? Das war übrigens das erste aus der Sony Vario P-Reihe. Und das kamen dann wirklich noch viele, viele, viele Nachfolgemodelle, dann auch teilweise schon mit Flash-Speicher, teilweise dann auch mit höher taktenden Intel-Atom-Prozessoren. Das war jedenfalls das allererste. Boah, ich denke trotzdem, dass wir da einfach bei 1,5 gelegen haben oder so. Einfach wegen dem gesamten Design, weil es super kompakt ist, super, super schlank eigentlich und immer noch, wie gesagt, moderne Anleihen hat und ein schickes Design. Ich sag mal 1,5 Minimum. Also ich habe meinen Laptop damals für 1,5 zusammenstellen lassen und der konnte weitaus mehr. Deswegen ja, aber der war nicht so klein und kompakt. Also die Besonderheit bei Netbooks war ja damals, die waren erschwinglich, weil Atomprozessoren und die Technik da drin soll halt günstig gewesen sein. Ja. Deswegen, ich weiß zum Beispiel auch an der Uni, haben sich viele wirklich damals so eine Netbooks gekauft. Hatte ich auch, aber das war halt damals wirklich schon aber man war dann von der Performance. Achso. Aber dieses Sony Vario Notebook hat UVP 1000 Euro gekostet. Habe ich mich ja nur um ein Drittel verschätzt. Und ich bin der Meinung, die haben die anderen, die Einstiegsgeräte, alles so aus dem Netbook-Bereich war bei 400-500 Euro, bin ich der Meinung. Ich bin da raus. Also ich habe 2009. Muss auch bedenken, das ist ein Mega-Display. Das ist natürlich schon, das hebt sich schon deutlich ab, weil du hattest damals halt ganz normal 1024 mal irgendwas. Also ich hatte auf jeden Fall da schon irgendwie ein PC und Notebook zu Hause, glaube ich. Da lagen die Notebook-Preise, also 2001 habe ich, glaube ich, mein erstes gekauft oder 2002, da habe ich bei 1700 Euro gelegen. Das nächste war dann bei 1500, glaube ich. Dann war das dritte bei 1,2 und konnte also halt auch immer mehr als die Dinger ich davor. Ich kann sagen, ich habe mit Ende 2009, Anfang 2010 einen Acer Notebook gekauft, preis-leistungsmäßig, wollte halt auch mit zocken, weil bei der Bundeswehr gerade. Intel Core 2 Duo war drin,
Also zwei Kernprozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 320 GB Festplatte und eine Intel GeForce 8600. Kannst ja heute noch mitarbeiten. Ja. Mobile halt. Ja. Das war so der Stand. Frag mich aber nicht, was ich damals bezahlt habe. Ach so, das war jetzt ein spannender, toll. Nee, aber das war halt, war auch Windows Vista drauf, da liegen halt Welten zwischen. Ne? Dieser Atomprozessor macht halt alles schnarchen langsam. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass hier die mechanische Festplatte wirklich auch langsamer sogar läuft als andere mechanische Festplatten wegen den 4200 Umdrehungen. Ja. Ja, weil so der Standard, der langsame Standard waren ja 5400. Ich glaube auch im Notebook-Sektor, bin ich der Meinung. Der Gehirn. Ja, viel Geld für ein trotzdem schickes Gerät. Cool, also es sieht immer noch echt cool aus. Muss man im Gerät lassen, aber wie gesagt, die Atomprozessoren, das war damals schon alles irgendwie nicht so. Ja. Und aus heutiger Sicht, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe im Keller auch ein Notebook stehen, das ist von, hat einen Core i5 der 6. oder 7. Generation drin, ist auch nicht wirklich schnell, aber wenn man das vergleicht, was man hier und da hat, das im Keller läuft auf jeden Fall wesentlich besser als das hier. Klar, liegen da leistungstechnisch eh Welten zwischen. So ein Einstiegsprozessor mit nichts dran und ein Core i5, aber ja, da fehlen mir die Worte für irgendwie jetzt. Zum Glück sind wir auch durch. Ronny, ja, was war dein Highlight heute? Ach, eigentlich fing es mit den Spielen an und direkt bei dem 486er. Das ist halt, damit habe ich mehrere Jahre gezockt. Da ich damals den Arbeitsspeicher ausgetauscht, ich habe das Laufwerk ausgetauscht, ich habe damit halt irgendwie gezockt und ich glaube, die Festplatte auch nochmal größer gemacht, ich weiß es gerade gar nicht. Du warst ja richtig ein Nerd. So fing das an damals bei mir. Machen lassen. Ja. Nee, das habe ich tatsächlich. Also, das war wirklich die Anekdote noch mit dem Laufwerk aufgeschraubt und irgendwie das Laufwerk rauszukriegen. Ich habe vorher noch nie die Finger an so einem Teil gehabt, habe mir das Laufwerk gekauft für 200 Mark oder 120 Mark, weiß ich gerade gar nicht. Was hast du denn davon versprochen, warum du gerade mit dem Laufwerk angefangen hast? Ich hatte das Spiel Bermuda Dreieck oder so gespielt und du hast ja von Szene zu Szene mal Ladesequenzen gehabt. Das hat ewig gedauert. Und das hat mit dem Einfach- oder Zweifachlaufwerk ewig gedauert. Und dann habe ich das 16-fach gehabt und dann war das so fertig. Und dafür habe ich mir ein Laufwerk gekauft und dann die Kiste aufschrauben, das rausziehen und noch nie Berührung damit gehabt. Und das waren halt so meine ersten Begriffe, einen PC auseinanderzunehmen und irgendwas zu pimpen oder zu tunen. Also ja, so fing ich damals an. Ja. Und heute habe ich noch weniger Ahnung als gestern. Ja, ich glaube, ich habe erst nach 2000 irgendwann an meinen PCs rumgeschraubt. Ja, du bist ja noch ein paar Jährchen jünger als ich. Nee, ich habe in den 90ern, das weiß ich noch, stimmt, da habe ich meinen Arbeitsspeicher von 32 auf 64 Megabyte aufgerüstet. PC 133er. Genau. Von meinem Megabyte. Ach so. Ja, von meinem Pentium 1 mit 133 oder 120 Megabyte. Ja, der war ein bisschen schneller als der hier. Da kommt man dann Resident Evil 1 zum Beispiel drauf spielen. Möglich? Ja, das haben wir damals gemacht beim Kumpel. Naja, wie auch immer, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 36 Stunden in Anekdoten schwelgen, was wir doch früher alles so Tolles gemacht haben mit unserer Hardware, die wir hatten, die wir heute nicht mehr haben und die wir wieder teuer eingekauft haben. Aber das wisst ihr ja schon. Hier steht es auf dem Tisch, was es gekostet hat, weiß ich nicht. So, noch ein bisschen. Preise habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Ich habe es auf eBay gekauft, auch den Compact. Ich glaube für 150 Euro. Oh, richtiger Schnapper. Ja. Also für damals wäre es ein Schnapper gewesen. Ja. Ja, für damals wäre es ein Schnapper gewesen. Ich kann übrigens auch sagen, dass die Sony Vaio, diese Vaio P-Reihe, die ist dadurch, dass er natürlich so teuer war, auch nicht so verbreitet. Und die sind auch noch recht gut gehandelt. Also wenn man Glück hat, zahlt man unter 200 Euro für ein gut erhaltenes Modell. Ansonsten Was du natürlich gemacht hast. Ja, ich habe aber auch schon lange danach gesucht. Okay. Junge, Investition. Und ja. Naja, dann schreibt ihr doch mal in die Kommentare rein, was ihr früher benutzt habt, ob ihr das ein oder andere Gerät vielleicht auch mal wirklich im damaligen Zeitpunkt benutzt habt, wie ihr das damals fandet, so wie hier mit dem 486er zum Beispiel bei uns oder mit irgendwelchen Kameras oder sonstiges. Haut's mal rein, habt ihr bestimmt auch schon und ansonsten danke fürs Zugucken. Ich würde sagen, Links sind in der Videobeschreibung, gibt's aber keine, weil das Zeug ist so alt und das Geld wollt ihr wahrscheinlich dafür dann auch nicht unbedingt bezahlen. So sieht's aus. Aber wir machen einfach einen Link zu unserer Webseite, da findet ihr nämlich neue Sachen. Ansonsten auf Flohmärkten, da kriegt ihr vielleicht noch bessere Preise. Genau. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.